Die Nachricht vom Tod eines kleinen Kindes, das in der vergangenen Woche in Berlin an Masern gestorben ist, macht mich sehr traurig. Das muss nicht sein. Wir haben in unserem Land alle Möglichkeiten, die Gefahr durch Masern dauerhaft zu bannen. Dafür muss es aber gelingen, durchgreifend die Impfschutzlücken zu schließen. Sie sind noch immer zu hoch. Das Ziel, zu einer Eliminierung der Masern in Deutschland in diesem Jahr zu gelangen, ist erkennbar verfehlt worden. Deswegen ist jetzt ein Kraftakt erforderlich zur Schließung der Impfschutzlücken. Und wir gehen diesen Kraftakt an in unserem Präventionsgesetz. Wir wollen, dass eine Impfberatung, dass die Feststellung des Impfstatus fester Bestandteil aller Untersuchungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei der Vorsorge wird. Wir wollen, dass in der Kita bei der Anmeldung vorgelegt werden muss, eine Bescheinigung, die eine Beratung über den Impfstatus des Kindes dokumentiert. Ein Kraftakt ist erforderlich. Die Impfung gegen Masern ist sicher. Sie wird von den Krankenkassen übernommen. Und es ist höchste Zeit, auch Angstmachern, irrationalen Ängsten von Seiten so mancher Impfgegner entschieden mit Aufklärung entgegenzuwirken. Ich kann nur an alle appellieren, überprüfen Sie Ihren eigenen Impfschutz. Sorgen Sie dafür, dass gegebenenfalls die erforderlichen Impfungen nachgeholt werden. Wer seinem eigenen Kind den notwendigen Impfschutz verweigert, gefährdet auch die Gesundheit, im schlimmsten Fall sogar das Leben anderer Kinder in der Kita-Gruppe oder in der Schule. Wir wollen Menschen überzeugen, lassen Sie sich impfen. Wenn alle diese Maßnahmen nicht greifen, dann ist auch die Einführung einer Impfpflicht kein Tabu. Die Ereignisse, der schlimme Ausbruch von Masern, der Todesfall jetzt in Berlin, all das sind Alarmsignale, die zeigen, wir müssen entschieden handeln, um Gefährdungen wie der Gefahr durch Masern endlich wirksamer zu begegnen. Der Gesetzgeber wird jetzt tätig, indem wir im Rahmen des Präventionsgesetzes deutlich verstärken, den Einsatz für die Schließung von Impfschutzlücken. Und wir werden genau im Auge behalten müssen, ob es in Sonderheit dort, wo wir keinen ausreichenden Gruppenschutz mehr, etwa bei der Durchimpfungsrate in Schulklassen, wie wir das in einigen Regionen, Städten, nicht zuletzt Westdeutschlands haben, wenn es nicht gelingt, dort die Schutzlücken zu schließen, wenn es nicht gelingt, dem internationalen Ziel Eliminierung der Gefahr durch Masern näher zu kommen mit den jetzt ergriffenen Maßnahmen, dann werden weitere Maßnahmen zu prüfen sein. Jetzt setze ich auf deutliche Verstärkung von Aufklärung und Beratung. Ich setze jetzt darauf, dass wir die Eltern erreichen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in allen Kinderuntersuchungen, die ja nachgerade flächendeckend zur Untersuchung aller Kinder in unserem Land führen, dass dort eine Beratung über den Impfstatus fest verankert wird und dass darüber auch eine Dokumentation erfolgt beim Eintritt in die Kita, damit dann gegebenenfalls gezielt auch auf diese Eltern noch einmal zugegangen werden kann. Information, Aufklärung, Beseitigung von irrationalen Ängsten, das ist jetzt angesagt.